Hi Leute und willkommen zurück zu Genshin Impact. Wir gucken uns das neue Event an, den 5 Winden folgen. Praktisch so eine kleine Jump-and-Run-Herausforderung. Wieder von meinem Asia-Account aus, damit ich es ein bisschen früher spielen kann. Das Ganze ist praktisch vor dem Anfang von Liyue auf dem Berg. Weshalb auch immer. Ja, ja. Was noch? Was habe ich vergessen? Nilupol. 50-50 verloren gegen Hagnari. Deshalb natürlich dazu kein Video. Da sparen wir uns natürlich das ganze Urgestein auf, damit wir unseren Dendro-Archon dann pullen können. So. Natürlich erkunden wir das für dich. In der Windsphäre gibt es jetzt immer Vorrichtungen, Windblock, Narben. Die Windfelder in bestimmten Richtungen erzeugen, bewegen sich allerdings Richtung dieser Windblock angepasst. Keine Windfelder, okay. Windsphäre, okay. There are leaves around. Gucken wir uns das im Detail an. Natürlich wieder über mehrere Tage hinweg das Ganze. Schließe ab. Sammle bei Herausforderungen 25 Windmünzen. Okay. Windfänge Herausforderung ab und erreiche das Ziel. Schließe ab. Okay, ja. F-Gegner. Natürlich müssen wir uns das erst einmal innen drin angucken. Aber mehr Spieler finde ich cool. Just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Also wir werden zuerst die beiden ersten Herausforderungsdinger machen. Einfach einmal abschließen und einmal einfach die Münzen sammeln. Okay, 20 Minuten Zeit. Okay. Aha. Das war vor ich mir. Okay. Kannst du andersrum? Danke. Okay. Haben wir verstanden.
Verstanden. Und dass wir jetzt... Anhalten, okay. Hab ich. Das waren jetzt die Animo-Elementarteilchen. Das ist eine von den Herausforderungen, die wir machen müssten. Aber wo? Es zählt da nur 4. Warum? Das ist ein Quatsch. Hä? Ist das irgendwo in der Luft oder so? Also wenn man wirklich 3 so Herausforderungen abschließen muss und dann zählt das nicht mal richtig. Hä? Naja, egal. Wir... Oder sind die dann hinterher hier oben in der Luft irgendwo? Also man hat reichlich Zeit auf jeden Fall. Time for takeoff. Let's play. Okay, ich muss sagen, mir hat aber die ältere Version besser gefallen. Wo du wirklich einfach nur die Jump'n'Runs abläufst. Und nicht, wo du noch mit kämpfen musst und... Egal, wir gehen einmal durch. Gucken, dass wir die 25 Münzen mitbekommen. Ranhängen? Nein. Müssen wir hier hoch. Also nicht, dass wir es... hallo? Das verarscht mich doch. Es schubst mich sogar runter. The hell. Aus. Plattform erscheinen nicht vom Windfeldern zu beeinflussen. Okay. Die gehen aber runter. Deaktivieren. Richtung ändern. Aktivieren. Okay, ist nochmal eine Herausforderung. Zu spät. Schade. So. Hier ist noch eine Herausforderung. Nein. Und tot.
So, also ne, Ziel erreichen, 25 Münzen mitnehmen. Gibt uns 2 von 3. Okay. Kannst Animal Charaktere habe. Aber ich würde das hier zum Beispiel schon als 1 zählen und nicht das hier erst als 1. Die hängen da drüber in der Luft. Ich hab's gar nicht gesehen. Okay, eine Richtung ändern. Ich sag Richtung ändern. Änderst du die Richtung? Okay. Time to go. Okay, das wäre die Herausforderung. Letzte Herausforderung. Als ob es mich. Als ob das Gerät mich da auch wegschieben darf. Okay, dann nochmal neu. Wir müssen ja auch erstmal wissen, wo wir lang müssen. Time to go. Okay. Ja, dann hätten wir. Follow the wind. Das zwei Herausforderungen Ding auch geschafft. Ja, alle drei geschafft, sehen wir oben links. Ich nehme an, das wird jetzt dann die nächsten Tage immer so ein bisschen schwerer, nicht viel. Die Leute auf dem Smartphone müssen das ja natürlich auch schaffen. Haben wir uns unsere Belohnung ab. Das ist sogar 80 Ruhgestein. Nice. Okay, und das ist es im Prinzip. Okay, das war's dann. Wir haben alle drei Belohnungen für heute bekommen. Wir können noch mal raufgehen. Es sollte, glaube ich, ab ja, Abenteurerstufe 20 sein. Scheint keine Main Quest zu enthalten. Das heißt, man muss nicht irgendwie eine Main Quest so und so weit progressed haben, um das machen zu dürfen. Im Gegensatz zu halt dem letzten Event, wo du ja am Abenteurerstufe 30 sein musstest, um die Flucht aus Rito Main Quest gemacht haben musstest. Ja, doch. Einfach, leicht. Sollte man sogar am Handy schaffen. Die anderen Tage werden wir nicht zeigen. Gibt es genug Leute, die das machen werden? Die schnellste Route, wie man alles einsammelt. Sollte hier nur so. Ne? Das Event ist jetzt für die nächsten 14 Tage da. Also 13 Tage und heute noch die Hälfte vom Tag. Und ja, holt euch da das Urgestein, denn wir wissen, ein Dendro-Archon wartet darauf, bald gepult zu werden. Bis dahin, ciao Leute.